Kennen Sie die hier? Diese Süßspeise hat mehrere Adaptionen erhalten, oder auch Fake Oreos genannt, und auf diese bin ich am 6.8.2022 in einem Stream gestoßen. Die sind mehr als erschaudernd. Ohio? Ohio? Was für Ohio, Alter? Oh, oh, du, Bro! Da war die Stereo. Verwunderlich, wie kreativ Firmen werden können, um ihr Produkt zu verkaufen, obwohl es lediglich eine Adaption des Originals ist. Ich bin Heizer Titel. Können Sie unterscheiden zwischen der Wahrheit oder einer Lüge? Im heutigen Zeitalter konsumieren viele Jungspunde das Teufelszeug namens Oreo. Was die Schandtaten und die Geheimnisse dieser Firma sind, decken wir heute in dem Video auf. Die werden sehr unangenehm. Akt 1: Diebstahl. Sind Oreo-Kekse nicht lecker? Das ist nicht Oreo, sondern Hydrox. Im Jahre 1908 wurde der erste Keks mit Füllung der Firma Sunshine Biscuit verkauft, welcher relativ gut bei den Leuten ankam. Nabisco, die Firma hinter Oreo, brachte zufällig 4 Jahre nach dem Erscheinen von Hydrox einen eigenen Keks raus, welcher nahezu identisch aussah. Nach kurzer Zeit führte dies zu einem sogenannten Biscuit War, welchen Nabisco aka Oreo verlor. 4 Jahrzehnte später startete Oreo eine gigantische Marketingstrategie, um ihren Keks wieder in den Markt etablieren zu können. Mit Erfolg. Oreo nutzte die Chance, stoß Hydrox vom Thron und ist seitdem mit dem 4-buchstabigen Keks Marktführer. 4 Jahre nach dem Erscheinen von Hydrox wurde Oreo eingeführt. 4 Jahrzehnte später hat Oreo Hydrox überboten im Markt. Und Oreo hat 4 Buchstaben. Zufall? Eventuell. Was nicht dem Zufall entspricht, sind aber mathematische Formeln. Oreo beklaut nicht nur seine Marktkonkurrenten, sondern belügt auch seine Konsumenten. Akt 2: Betrug. Der Double Stuff Oreo. Ein Corporate, was umgangen werden sollte, oder eine Marketingstrategie. Anders könnte ich mir das fehlende F nicht vorstellen. Jedoch tut dies jetzt nichts zur Sache. Die als vermarkteten doppelte Füllung Oreo enthalten nicht die doppelte Füllung. Eine US-amerikanische Schule fand im Jahre 2013 im Rahmen eines mathematischen Experiments heraus, dass der Inhalt eines Double Stuff Oreos nicht mal 2 ist, sondern mal 1,86. Dies schockierte zu Recht nicht nur die Schüler, sondern auch mich. Der Typ, der noch nicht einmal 2 Oreos gegessen hat, weil ich kein Mula dafür habe. Die Oreo-Firma weist empört die Aussage der Klasse zurück und verwies auf sein Business-Insider-Wissen und meinte: Unser Rezept für den Oreo Double Stuff Keks hat im Vergleich zu unserer Basis oder dem Original Oreo Keks die doppelte Stuff- oder Creme-Füllung. Na dann, unser Lieblings-Süßwarenvertrieb würde doch niemals lügen. Welch wunderbare Erkenntnis uns die Schüler über den Oreo Keks preisgegeben haben. Die dunkle Vergangenheit von Oreo wird wohl niemals aufhören. Obwohl man eigentlich sagt, alles hat ein Ende. Nur die Wurst, die hat 2. Akt 3: Ekel. Am 31.01.2021 veröffentlichte der Wurst-YouTuber Ordinary Sausage das Video YouTube Comments Suggestions 10 Oreo Sausage. Ein Großteil seiner Videos ist es, Nahrung zu nehmen und daraus Wurst zu machen. Was er auch mit Oreo tat. Ordinary Sausage fügte zerkleinerte Oreos in eine Wurstform ein und bratete sie. Nach seinem ersten Biss waren seine Worte: Sweet, sassy, but lassy, that's awful. 1 out of 5. Diese waren auch seine letzten Worte, da er danach nie wieder eine Oreo-Wurst zubereitete. Erinnern Sie sich noch daran, als ich am Anfang des Videos Sie gefragt habe, ob Sie zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können? Diese Frage sollten Sie mit in den letzten Akt nehmen. Denn dieser wird sehr außergewöhnlich. Akt 4: Untergang. Im Jahre 2021 kursierte das Gerücht in der Oreo-Konsumenten-Community, dass der Oreo nicht so unschuldig scheint, wie er auf den ersten Blick tut. Wenn der Keks mit der cremigen Milchfüllung genauer in Betracht gezogen wird, wird erkenntlich, dass inmitten von einem Oreo ein satanistisches Kreuz abgebildet ist, wofür die beiden O's von Oreo für das Unendlichkeitszeichen stehen. Wenn man nun ein wenig nach unten geht, ein Auge schließt und mit dem anderen Richtung Mekka schaut, ist ein Freimaurersymbol zu erkennen. Doch dies war noch nicht alles. Wenn man den runden Keks markiert und durch die 12 vorhandenen Kreuze ein paar Striche zieht, erscheint ein Pentagramm. Aufgrund dieser Aussage entstand eine Untergrundgruppierung, welche sich mit satanistischen Symboliken in der Oreo-Süßspeise auseinandersetzte. Deren Theorien seien, dass Oreo die Kontrolle über die Menschheit erlangen will, unterbewusste Beeinflussung des Menschen durch das Konsumieren von satanistischen Süßigkeiten oder eine mögliche Kommunikation zwischen Illuminaten.
Wahrheit oder Lüge? Dies mögen Sie zu entscheiden. Und wenn Sie schon so weit gekommen sind, können Sie gerne ein Abonnement auf dem Kanal dalassen, falls Ihnen das Video gefallen hat. Und wenn nicht, Bro, warum hast du das Video angeschaut, Mann? Also, jetzt mal No Cap. Das ist der übelste Rabbit Hole gewesen, Alter. Lass mal ein bisschen Gras touchen gehen oder so. Ich check das selber nicht, Junge, was ist da passiert? Was für Satan... Meine Mutter will Enkelkinder, ja? Ich sitze hier und mache Videos über Oreo, Digga.